rufe laut Hurra! Wenn du fröhlich bist, dann rufe laut Hurra! Wenn du fröhlich bist oder auch Aram Samsam und die Räder vom Bus. Das sind Lieder, die aus vielen Kinderzimmern nicht mehr wegzudenken sind. Sie stammen von Simone Sommerland. Die begeistert seit über 10 Jahren ihre Fans. Bei ihrem Konzert im Ruhrkongress Bochum herrscht ordentlich Stimmung. Auch die 5-jährige Sophie aus Essen singt mit, so laut sie kann. Aram Samsam, Guli Guli Ram Samsam, Arabi, Arabi, Guli Guli Ram Samsam. Sophie liebt die Lieder, sagt ihr Papa Stefan Kutzner. Alles begann vor einem Jahr. Dadurch, dass wir wirklich dann erstmal langsam angefangen haben, dann waren wir auf den Weihnachtsmärkten, da hat man es dann ganz oft gehört. Und dann war sie einfach wirklich Fan der ersten Stunde und geht da wirklich auf und hat da richtig Spaß dran. Die 5-Jährige war die vergangenen Tage wegen des ausverkauften Konzerts sehr, sehr aufgeregt. Über 3000 Kinder und Eltern waren beim Mitmachkonzert. Denn Mitmachen wird hier ganz groß geschrieben. Stillsitzen ist nicht. Ich sag mal, ich habe das kleinste Publikum der Welt. Die sind von einem Jahr an aufwärts bis Mitte Grundschule ungefähr. Und die auf den Stuhl zu nageln geht gar nicht, sondern die wollen ja mitmachen. Und deswegen ist das so angelegt, natürlich, kindgerecht. Und das funktioniert offensichtlich blendend. Ihre Hits sind seit über 460 Wochen in den Charts. Länger als ABBA, Helene Fischer oder Andrea Berg es geschafft haben. Ein Erfolg bei Jung und Älter. Verschiedene Lieder, tolles Publikum, hat Spaß gemacht. Ich bin ganz stolz, weil sie die ganze Zeit da vorne stand und mitgesungen, mitgetanzt auch. Sehr schön. Also hat uns sehr gut gefallen. Auch wie die Kinder mitmachen durften, war sehr, sehr schön. Simone Sommerland lebt im Ruhrgebiet. Wo genau, will sie nicht verraten. Musik macht die 47-Jährige, seitdem sie ein Kind ist. Mit 17 Jahren wusste sie dann, es ist nicht nur ein Hobby. Für mich war von vornherein klar, das ist mein Beruf. Sängerin werde ich. Und da gibt es ja viele Facetten, wie man das machen kann. Ich bin überrascht, dass es ausgerechnet Kinderlieder sind, die so erfolgreich sind, aber auch berechtigt, weil es gibt jede Menge Kinder in Deutschland. Es folgen mittlerweile 60 Alben. Nach knapp einer Stunde ist das Mitmachkonzert in Bochum vorbei. Danach gibt Simone Sommerland noch viele, viele Autogramme. Die kriegen sicher einen Ehrenplatz in so manchem Kinderzimmer. Hurra! Wenn du fröhlich bist, dann mach doch alles frei.